Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Bellas Leben, Bella Grusels Leben. Ja, sie war in der Beauty-Boutique und um Gottes Willen, sie hat irgendwie dieses komisches Make-up bekommen. Das ist echt furchtbar. Ich weiß gar nicht, was ich machen soll mit ihr, wie ich das wieder wegbekomme. Wir gucken gerade mal gleich mal. Ja, keine Ahnung. Also, ob wir das mit dem Waschen wegbekommen oder ob wir mal an den Spiegel doch nochmal gehen. Also, ich finde das echt grauselig, wie das, was da so passiert ist. Naja, gut. Pascal lernt noch fleißig weiter. Er hat um 21 Uhr. Ja, okay, aber er hätte jetzt auch Hunger, also ich würde jetzt fast mal sagen, er macht Mechanik, ne, ja. Ich würde mal fast sagen, er könnte jetzt mit ihr mitessen, aber okay, egal. Der Teller ist leer gewesen, deswegen, so, ich schicke sie dann auf jeden Fall nochmal hier benutzen und ich schicke sie dann auch nochmal kurz duschen. Ich hoffe mal, dass es vielleicht weggehen könnte. Oh, jetzt sind sie Freunde geworden, yeah. Ich mach mal kurz aufbrezeln und Quatsch, nicht reden üben. Aussehen ändern. Mal gucken, ob ich das von hier, von zu Hause aus irgendwas machen kann. Ich hoffe ja irgendwie schon. Also, ich finde das so grauselig. Wann kommt Lutz nach Hause? Um 16 Uhr und Friedbert um 15 Uhr. Okay. Na denn, dann haben wir wieder volle Bude um 16 Uhr dann. So, wir gucken mal, ob das Duschen ihr irgendetwas bringt. Pascal, den lassen wir einfach weiter. Das kommt schon, das muss doch was bringen. Och Mann, wie kriege ich das denn nur wieder los? Das sieht so furchtbar aus. Wir könnten ja irgendwie was anderes dann machen. So, ich guck mal hier. So auf die Art. Guckt mal. Und dann weg? Ja! Das hat funktioniert. Das finde ich doch cool. Ja, hier solche Masken und so. Ich habe ja auch immer mal überlegt, irgendwie mal eine Familie zu machen, wo jeder irgendwie so maskenmäßig trägt. Das finde ich ja ganz goldig. Oh. Das ist einfach nur der Punkt, oder? Ja, das ist ja interessant. Ja, also, das finde ich zum Beispiel auch ganz süß, den Schmetterling, oder das im Grunde auch ganz goldig. Wir könnten ja wirklich diesen Punkt ihr mal geben. So, ich guck mal nach deinem Make-up. Genau. So, mach mal ein bisschen. Ich glaube, den Lippenstift habe ich ihr neu gegeben. Das ist okay, oder? Nee, wobei ich machen will, das passt besser zum Kleid. Und das andere passt schon. Das ist in Ordnung. Ha, ju, ich bin wieder, ich bin wieder ich. Ich bin wieder ich. Ich würde sagen, du könntest mal dann jetzt noch jemanden anrufen. Einen von denen, die du kennengelernt hast. Oder vielleicht auch diesen Matthias Heinen nochmal, damit wir uns mal ein bisschen besser mit ihm... Okay, Matthias ist nicht zu Hause. Dann machen wir das doch mit Björn Ritter. Ach Gott, Ibrahim Kowalski kennt sie auch. Ich kenne den Typen allerdings... Schon auch nicht zu Hause. Ich kenne den Typen von woanders her. So, dann du... Och, sag mal, ist denn keiner zu Hause? Einmal, wenn ich sie alle haben will. Gabi Single. Ich kenn doch die andere auch. Das andere sind alles. Alles. Boah, dann nehmen wir den Nervus. Na, den Nervus. Ich kann ihn wahrscheinlich noch nicht einladen, weil ich ihn noch nicht gut genug kenne. Aber Pascal könnte ihn ja mal einladen. So, Pascal,
räum hier mal ein bisschen auf. Und dann nimmst du dir nochmal Reste. Wobei ich auch sagen müsste, dass du mal Mittagessen servieren solltest. Mach mal Hawaii Toast. So. Sie telefoniert mit deinem Lover. So. Okay, dann. Warte mal, dann ruf du doch mal. Oder ich bitte ihn mal um ein Date, den lieben Nervus. Vielleicht kommt er ja. So. Nervus. Hallo, Nervus-Subjekt. Wer hat sich diesen Namen ausgedacht? Will ich. Ja, ich. Tolle Idee, ich komme sofort. Im Grunde ist es ja so, dass wir. Komm mal, das kannst du doch aufräumen. Ja, ich räume auf. Yeah. Also im Grunde ist es ja so, dass wir uns hauptsächlich um unsere Bella kümmern müssen, sollen. Also das ist ja so der Sinn der Sache, sag ich mal. So, stell das mal weg. Okay. Und dann mach das mal weg und dann kannst du ins Bad gehen in Unterwäsche, während ich mich um Pascal noch ein bisschen kümmere. So. Oh. Was würde denn gerne? Kissenschlacht, Stäblos und mit mir sprechen. Okay. Während ich rappe. So, einmal einen romantischen Kuss. Aber reden will er ja eigentlich mit mir. Also, reden. Plaudern. Komm, Pascal, wir machen jetzt noch ganz flink. Ach komm, jetzt, das ist gut. Wir machen ganz, ganz flink ein traumhaftes Date. Hm? Hoffentlich. Oh, die beiden. Irgendwie passt er zu Pascal. Finde ich jetzt so. Oh, so, was denn noch? Mit Pascal verloben? Okay. Antrag. Verloben. Ich bin zwar noch jung, aber ich weiß, dass ich meine Hausaufgaben machen muss, damit ich nicht von der Schule fliege. Kurt ist nicht besonders gut in der Schule, schwänzt sein Kind die Schule oder macht es keine Hausaufgaben. Werden seine Noten schlechter und vielleicht steht eines Tages ein Sozialarbeiter vor der Tür. So. Was war das noch? Spielen, okay. Friedbert ist nach Hause gekommen. Wir bleiben aber gerade mal hier. Ja, wir müssen wirklich... Oh Gott, Kurt. Oh mein Gott. Wie soll ich denn mit dir Hausaufgaben machen, wenn du Energie- und Spaßlevel... Oh. Juhu. Wir sind verlobt. Ach du Schande. Romantisch. Pascal küssen. Wartet. Moment. So, küssen. Wo haben wir denn? Romantisch küssen. Hier hinten geht irgendeiner in Lutz' Bett. So, einmal wertschätzen. Was? Oh mein Gott, wartet. Juhu, wir sind befördert worden. Lutz ist befördert worden zu einem Tauchmeister. Warte mal, ich gehe mal zu Lutz, dann kommt es nämlich hoch quasi. Und das andere, ja, wir müssen jetzt von 10 bis 18 arbeiten, haben 325 jetzt verdient und erhalten einen Bonus von 650. Juhu, Tauchmeister Lutz. Und kann sein, dass du jemanden mitgebracht hast? Ja, das habe ich gar nicht jetzt mitgekriegt. Oh wow, wir müssen immer noch nichts weiter machen. Haben wir eigentlich... Nö. Ja, cool. So, Pascal, ich wollte doch ein traumhaftes Date mit euch beiden.
Lebensgemeinschaft gekrault bekommen. Ach so, nee, andersrum eigentlich, ne? Angeflirtet werden. So. Jetzt sind die beiden verlobt. Das Dumme hierbei ist eigentlich... lass mich mal zählen. 3, 6. Sollten wir ihn mit dir einziehen lassen? Wäre das wünschenswert? Oh, Friedbert ist im falschen Bett. Ich wollte jetzt gerade ein Doppelbett reinstellen. Manu, Friedbert. Ach so, er geht nicht zu... er geht nicht zu ihr ins Bett. Oh Mann. Und Kurt ist hoffentlich in seinem Bett gelandet. Ja. Egon... Geh du mal hier oben, dann machst du das sauber. Und danach gehst du schlafen. Und zum Glück, sag ich mal, zum Glück haben wir Wochenende. Da kann jetzt mal unser lieber Kurt am Wochenende wirklich seine ganzen Hausaufgaben hier machen. Den ganzen Hausaufgabenblock hier. Hier. Ja. Also eins lege ich mal hoch. Drei Stück hat er. 0%, 0% und das hat er, glaube ich, angefangen. Na, komm schon. Ja, das hat er fast beendet gehabt. Aber jetzt erstmal schlafen für ihn. So, jetzt sind wieder alle Mann zu Hause quasi. Er isst jetzt erstmal was. Jo. Also ich, ja, was meint ihr denn? Soll ich denn unser Nervus hier mit einziehen lassen? Was ja nicht in Bellas Leben ist. Die andere Option wäre, Pascal ausziehen zu lassen. Aber es ist doof, dass... ich meine, Egon ist ja sein Sohn. Also würden wir dann irgendwie Egon ja auch mit... Ich sag mal, mit ausziehen lassen müssen, oder? Fragen über Fragen. So, Lutz, wo bist du denn? Oh, du machst eine Kissenschlacht gerade mit der Britta. Können wir mal mit der flirten? Ich hab... Check die doch mal ab, bitte. Wie gefällt die dir denn? Steht noch gar nichts da. Okay. Und zwar machen wir mal eine Andeutung. Egon wird morgen... Ach Gott, Egon wird morgen älter. Komm. Ist jetzt egal. Ah, juhu. Irgendwie, die gefällt mir irgendwie für ihn. Ich weiß auch nicht warum. Obwohl wir überhaupt gar keine Blitze hier haben. Warte mal, ich möchte mal gerne dich fragen. Warte mal, fragen. Wo ist denn das Fragenspiel hier? Fragen. Gefällt dir, was du siehst? Und was sind deine Fähigkeiten? Oh, sie steht eher auf blond, würde ich fast sagen, dass das aussieht, oder? Ich kann noch gar nichts besonders gut, okay. Naja, gut. Was verdienst du? Weil das ist, wir sind ja im gleichen Job eigentlich. So, diese Gabriela, die hat aber zumindest mal einen Blitz zwischen uns. Also ich weiß noch nicht so wirklich, ob das Sinn macht zwischen den beiden. Naja gut, also einmal baden, einmal was benutzen und dann vielleicht was essen. Oder wäre das Schlafen nötiger? So, Bella, wo bist du denn? Haha. Jo, Bella macht sich mal mit Britta irgendwie bekannt. Bella und Friedbert. Ich würde jetzt mal fast sagen, Friedbert, steh mal auf. Wie genervt bist du noch von ihr? Okay, wir hängen noch mal ein bisschen miteinander ab, beziehungsweise Ball werfen könnten wir machen. Ein bisschen was Spaßiges. Aber erst mal ein bisschen abhängen. Im Wohnzimmer. Ja, warum nicht? Das ist doch ganz toll. So, mein lieber Pascal, du musst, ach du Schande, du musst ja bald los, glaube ich. Und ich wollte doch ein Doppelbett kaufen. Also einmal das weg und hier wollte ich noch ein Doppelbett mit reinstellen. Welches nehmen wir denn?
dir. Ja. Und was für eine Farbe passt dann ganz gut dazu? Sowas? Oh, warum nicht? Oh mein Gott. Jetzt haben wir natürlich ganz, ganz viel Geld wieder ausgegeben. Diesen Lügendetektor, der passt einfach nicht in mein Zimmer hier rein, würde ich fast sagen, oder? Da passt er nicht mehr rein, nee. Dann stellen wir den doch mal vielleicht da oben rein. So. Und eigentlich würde mir noch Nachttischchen oder sowas fehlen. Ich will nicht immer alles Geld ausgeben. Schauen wir mal. So ein, ich wollte jetzt sagen, billiges Nachttischchen, aber doch schon was, was dazu passt. Kaufen wir erstmal nur eins, das reicht uns. Und die Lampe kommt dann demnächst dazu, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich will nicht so viel Geld ausgeben. Also nicht alles Geld auf einmal, muss ich sagen. So, gut. Friedbert muss natürlich noch immer üben, aber er hat jetzt Wochenende. Also das ist ja schon mal ganz gut. Einmal was zu essen rausnehmen. Lutz, genau, der nimmt was zu essen raus. Der ist jetzt Tauchmeister, muss von 10 bis 16 auch am Wochenende arbeiten. Ich muss nichts weiter mit ihm lernen. Unsere Bella, mit ihr macht es sich echt schwer, mit ihre 20 Liebschaften. So. Ich würde gerne mal küssen, mal gucken, ob es zwar doof, dass sie jetzt daneben steht, aber komm schon. Komm schon. Er will nicht. Ich muss sie mal. So. Ich muss ihn mal aufstehen lassen. Komm schon. Mal gucken, ob die sich jetzt küssen. Nee, nicht wirklich. Ich kann, also, okay, bewundern. Und dann mache ich doch einfach mal echt entschuldigen. Und Rücken kraulen. Du bist wirklich spitze, Baby. Wir sollten das unbedingt wiederholen. Okay, gut. Oh, Kurt. Ja, ich muss mich um Kurt kümmern. Ich weiß. So, Kurt, dann steh mal auf. Dann muss ich mich mal um dich kümmern. So. Baden. Dann einmal säubern. Dann, musst du unbedingt was Spaßiges tun. Und, ja, sorry, geh einfach spielen hier. Ja. Und danach wird Hausaufgaben gemacht. Unser Egon, auch der schläft, auch der braucht dringend Spaß irgendwie. Den schicke ich mal hier hin. Wo hast denn du deine Hausaufgaben? Da, das sind deine, okay. So. Okay. Also nochmal so rundum Check. Was ist denn mit dir? Wolltest du nicht... Oh nee, der hat es verpasst, zur Arbeit zu gehen. Pascal. Komm schon, geh nochmal. Ich weiß, dass wir noch nicht alles gelernt haben und so, aber es regnet keine Beförderungen und wir kriegen kein Geld, wenn du nicht gehst. Friedbert? Okay. Ach Gott. Kinders. So, dann, du gehst einmal einen Teller essen. Dann gehst du einmal eine Runde springen. Ja, zwischen den beiden, okay, immerhin. Pascal kommt zu spät zur Arbeit. Jeder macht mal einen Fehler, aber lass das nicht zur Gewohnheit werden. Andernfalls bekommt Pascal Schwierigkeiten. Naja, gut. Lutz ist ins Bett gegangen, wobei das nicht sein Bett ist. Aber ich lasse ihn jetzt einfach mal liegen, weil Pascal ja sowieso nicht da ist. Bella. Okay. Bella und Nervus. ich hänge mal mit Nervus ab. Nervus, vielleicht ist er ja, also vielleicht steht er ja auch auf Frauen. Ich könnte ja mal ein bisschen eine Liebschaft auch mit ihm anfangen. Aber das ist echt hart. Ich muss wirklich erstmal die Leute besser kennenlernen, damit ich überhaupt in irgendeiner Art und Weise eine Liebschaft machen kann. Übrigens, guck mal,
Wir mögen Lutz nicht mehr und Pascal haben wir jetzt plötzlich 2 Blitze. Er ist sehr interessant. Ach Gott. So, wo bist du? Dich wecke ich mal auf und er ist hier unten und spielt. Okay, und Friedbert isst gerade noch. Ach Gott. Das ist echt was los hier, muss ich sagen. So, Pascal ist natürlich unterwegs. Wir müssen also jetzt quasi hier wochenendmäßig, dass er Charisma und Kreativität noch lernt. Die Kids müssen definitiv ihre Hausaufgaben machen, vor allen Dingen Kurt. Ja. Er hat ja hier auch noch nicht so viel gelernt. Also ich weiß gar nicht, was Kurt immer macht. Ich weiß wirklich nicht, was Kurt immer macht. Okay, das würde ich gerne aufheben. Oh, er hat sogar schon 2. Er wird ja Samstag älter. Okay, und die anderen habt das nicht? Nö. Na gut. Ach, wir könnten eigentlich mal von dem, der am meisten hat, das bist du, könnten wir hier doch mal so ein Bäumchen kaufen. Stellen wir das doch mal ins Bad. Ist das ein richtiger Platz? Ja, ist das. So, sie befreundet sich halt einfach jetzt weiter mit Nervus. Die beiden Kids, die spielen. Lutz schläft, Friedbert ist gerade noch im Pool, um danach, wenn er dann dort fertig ist, vielleicht, irgendjemand muss das noch weglegen, nämlich, und dann muss er noch Charisma und, ja, dann schicke ich ihn wieder mal zum Reden üben. Guck mal, er kommt schon raus. Das ist doch gar kein Spaß-Level. Dann erstmal Geige spielen, weil das macht dir auch noch Spaß. So, ja, ich glaube, dann würde ich jetzt erst einmal sagen, ein Tschüss und Goodbye. Wir sehen uns dann ja wieder erst am Montag hier mit der Familie Kurios und unserer Bella Grusel. Und dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Wir holen das Wochenende dieser Familie dann quasi am Montag dann noch nach. Lasst es dir gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Eure Saki Night Owl. Ciao, ciao.